der uns ständig mit Gewissensbissen und fleischlichen Versuchungen quält, Anfechtungen, von denen er selbst sein Leben lang heimgesucht wurde. Girls machen erst wie Heinti und besingen My Ma. Und davor haben wir fest gehört, The Bad in Each Block. Wer sind Sie? Connected. Ja, wenn 70er Psychedelic auf Indie-Pop trifft und junge Männer aus Alaska auf die große Welt, dann haben wir den Fall von Portugal the Man, zurzeit auf Tour. Die ist auf dem Major-Label Atlantic Records erschienen. Und auf einem Major-Label, da muss ja die Platte ordentlich Umsatz machen. Die Band war leicht irritiert, wie sie es denn anlegen sollen. Stefan Meixner und unseren Song Echt. Alles, was wir sehen, wohin wir gehen. Mit der Musik im Mund um 16 Uhr. Grüß Gott. Die Bundesregierung ruft ab sofort den deutschen Botschafter aus dem Iran zurück. Das hat sie in Brüssel und die unbefriedigenden Ergebnisse aus Brüssel, die mussten sich nun mit Euro eindecken. Und deshalb ist auch der Euro for Use gestiegen, zeitweise auf 1,35 Dollar. Wenn die Finanzmärkte jetzt also, wenn die Notenbanken die Finanzmärkte jetzt also mit mehr Geld ausstatten, steigt dann eigentlich auch die Inflationsgefahr. Also die Inflationsgefahr auf nach mit den 700 Metern bleiben Sie links. Ist wieder was ganz anderes, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Aber dieser Schritt heute, da geht es just darum, wirklich den Markt unter den Banken flüssig zu halten. Und die das wird Ihnen fehlen, von daher müssen wir wirklich aggressiv zu Werke gehen. Spielbeginn ist um 20.45 Uhr, auch hier ist B5 aktuell live in Ausschnitten. Mit dabei. B5 aktuell. Verkehrsservice. A3 Frankfurt Richtung Würzburg. Generell seien Schüler aufgrund der Glaubensfreiheit berechtigt, in den Unterrichtspausen Gebete zu verrichten, die durch den Schulfrieden nicht gestört sei. So wie der Staatler, das lohnt sich. Der Fraktionschef der Linken, Bartsch, wirft seine Hut in den Ring von den Ersten des Parteivorsitzenden. Bartsch drückt auf den Berliner, er wolle gemeinsam mit der Vorsitzenden die Linken wieder auf die Erfolgsspur bringen.
entsprechende Spekulationen gab es schon seit Wochen. Substanziellen Verpflichtungen nachgehen, sonst könnte es dann am Ende sogar eine Diskussion darüber geben, ob ein Beihilfeverfahren gesplittet wird. Söder konkretisierte auch die Pläne für eine Neuaufstellung der Bank. Sie solle regionaler und politikunabhängiger werden. Das könnte bedeuten, dass sich die Politik aus den Aufsichten